Hallo und herzlich willkommen zurück zur, ist es die 44. oder 45. Folge? Es ist die 45. mittlerweile schon, von Project Unstable 6. Da sind wir wieder. Hoffentlich heute schaffen wir ein bisschen mehr. Ich merke gerade, dass es ganz schön warm wird. Mal die Heizung ein Stück zurückdrehen hier. So, also, ich habe was Kleines vorbereitet. Ich will nochmal ganz kurz die Bienchen angucken. Weil der Alviary ist deutlich effektiver als die Apiary. Ich habe das nämlich jetzt hier einfach nochmal verkabelt ein bisschen. Ich weiß, das Ding hier oben hätte ich weglassen können, aber na gut, ist egal. Wir haben hier ein Stack und 39 Royal Jelly. Und hier haben wir ein Stack und 9 Pollen Cluster. Und ich bin doof. Ah, fuck. Warte. Moment. 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 Ich brauche mal hiervon ein paar. Nicht Imperial. Industrious, bitte. Industrious. Und. Verdammt! Ich hab's wieder verpatzt. Hier unten waren noch Drohnen drin. Ich hab's wieder verpasst. Immer passiert mir der gleiche Fehler. Ich lasse immer. Ich hab nämlich die Imperial hier rüber gepackt und ich hab die Imperial hier reingepackt. Okay. Das erklärt ein bisschen was. Okay, gut. Vorhin war das aber noch nicht, vorhin ist es noch gelaufen. Also es spiegelt trotzdem ein bisschen mehr, weil ich habe das erst vorhin umgeändert. Und in der kurzen Zeit, in der ich das umgeändert habe, hat das Ding hier wesentlich mehr produziert als das hier. Das wollte ich eigentlich sagen. So, genau. Das heißt, wir haben jetzt hier die Imperial drin, hier dann irgendwann wieder die Industrials. Ich sollte vielleicht nicht Self-Fat die ganze Zeit anhaben, ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen doof an manchen Stellen. Nun gut. Ja, jedenfalls, das Ding produziert Pollen Cluster, das Ding produziert Royal Jelly. Wesentlich effektiver trotzdem. Ich muss unbedingt einen zweiten Alviary machen, dass ich die Industrials noch automatisieren kann. So. Und ich habe nämlich schon mal ein bisschen angefangen, das nochmal dafür vorzubereiten, dass ich dann jetzt hier die Menge an Holz schon mal parat habe, was ich brauche. Und zwar brauche ich das überall, wo jetzt noch eine Holzplanke liegt. Die Stacks müssen noch voll sein, plus diese 8. Das ist exakt die Menge, die ich brauche für ein Alviary. Und dann brauche ich natürlich noch 3 Stacks und ein bisschen Royal Jelly, 3 Stacks und ein bisschen Pollen Cluster und 6 Stacks und ein bisschen Beeswax. Aber, ja. Ich mache nochmal Folgendes. Ich nehme nochmal hier ein bisschen Holz. Baue nochmal rein, dann kann das nochmal ein bisschen nebenbei arbeiten. Und wir setzen uns jetzt erstmal dran, dass wir hoffentlich ein Binding Reagent bekommen und uns dann einen Baumblade machen. Yay, ist es fertig. Ich habe nämlich mal hier das ganze Zeug vorbereitet. Jetzt einfach eine Rune of Mana machen können. Quest. Was haben wir jetzt alles offen? Wir brauchen im Endeffekt doch die Elemental Inscribing Tools. Da brauchen wir noch eine Air Rune. Alchemy Table könnte man machen. Ja, und im Endeffekt können wir jetzt ein Demon Crystal als nächstes machen. Da brauchen wir das Binding Reagent und dann können wir eine Bound Blade machen. So. Und, wie gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe alles geholt. Die Widow Rip zu bekommen war sogar wieder extrem schwer. Ich weiß nicht, ich habe Ewigkeiten dran gesessen und dann ist mal wenigstens eine gedroppt. Oh, es zieht nur ein Jubilee. Oh, fuck. Na gut, jetzt haben wir 2 Spell Riding Cloth. Ich habe auch nochmal 2 neue Storage Cells gemacht, dass wir noch ein bisschen mehr speichern können. In einem E-System. So, das Ding nehme ich auch mal raus. So, wir haben den Binding Reagent. Den muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Das war ein Diamond Sword. Diamond. Dann brauchen wir noch Eisen. Und wir brauchen noch eine Oyster. Ne? Wir brauchen 2. Hilfe. 2 Ingots. Und dann können wir da hinaus einmal das machen. Zack. Diamond Sword. Dann brauchen wir noch die Ash.
Zack. Zack. Es ist ein bisschen größer, da kommen jetzt auch ein paar Blitze. Zack. Glaube ich. Ja. Da 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 da. Jetzt fehlt hier irgendeine tolle Musik. Oh, es dreht sich. Wir haben die Baumblade. Yay. Einmal kurz rechtsklicken, damit sie auf uns gebunden ist. Ach nee, das hätte ich noch nicht machen müssen, ne? Ah, doch, sie deckt trotzdem. Okay. Und die kann ich. Wenn ich mal. Nehme. Zack. Wenn wir rechtsklicken machen, wir haben jetzt 25.000 Lebenspunkte. Wenn ich jetzt Shift rechtsklicken mache, kann ich das Ding aktivieren. Und. Wir sehen, es zieht jetzt ein bisschen Life Points ab. Und es wird auch die ganze Zeit immer. Da, jetzt ist es nochmal ein bisschen abgezogen. Es zieht die ganze Zeit Life Points ab, solange es angeschalten ist. Deswegen schalte ich das mal wieder aus. Bis ich jetzt hier ein Skelett habe, was ich mal töten kann. Zum Beispiel das da. Und dann töten wir es mal. Ich hätte theoretisch auch. Wir töten was anderes. Aber ich hab jedenfalls trotzdem schon mal eins bekommen. Und zwar ein Weak Bloodshot. Yay! Der Weak Bloodshot ermöglicht es uns, Large Bloodstone Tiles zu machen, die uns dann helfen, den Altar zu upgraden. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings brauche ich noch ein bisschen mehr. Und dafür will ich jetzt eigentlich schlau sein und nicht unbedingt Skelette töten. Weil dann nehme ich noch Damage und das ist alles doof. Wir gehen auf Tittenfischer! So, sollte doch auch eigentlich. Also früher hat es gedroppt, ich hoffe es droppt auch heute noch. Wenn ich ihn finde. Wo ist Tinti? Da. Ich sehe nichts mehr. Dieses blöde Ding. Moment. So. Okay, anscheinend droppen doch keine Shards mehr von den Dingern. Früher habe ich die immer von den Tintenfischen gefarmt. Okay. Gut zu wissen, also muss ich Mobs töten. Jo. Okay. Gut, dann machen wir das. Ich hole mal ganz kurz nochmal irgendwas zu futtern. Machen wir mal so. Zack. Nein, nein. Zack. Okay. Wird ja eh nachts, das heißt, spawnt ein bisschen was. Ich will nämlich lieber Zombies kloppen, weil Skelette gehen so sehr auf meine Rüstung drauf. Das gefällt mir gar nicht. So, gehen wir einfach mal hier rüber. Aus irgendeinem Grund ist noch nichts gespawnt. Wir brauchen auch unbedingt noch eine Möglichkeit für Chunkload. Das Problem ist, dieses FTP Chunkloading, was wir hier haben, ist ein bisschen doof. Das sorgt sehr schnell für Memory Leak auf dem Server. Und darauf habe ich keinen Bock, weil dann ist der Server nämlich, geht der Server nämlich down, laggt extrem und der Arbeitsspeicher läuft voll. Das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, weil keiner mehr diese Art von Chunkloader nutzt. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist, aber es war schon letzte Staffel bei uns der Fall. Und wo es dann keiner mehr genutzt hat, war alles super. Naja, ne, müssen wir halt mal gucken, weil die anderen Chunkloader sind nämlich alle teuer, beziehungsweise teurer. Es gibt einen ganz billigen Chunkloader, eine Chunkloader-Alternative, die wir machen könnten. Was jetzt nicht direkt als Chunkloader irgendwo geführt wird, sondern einfach nur ich es benutze, um durch einen Trick einen Chunkloader zu bekommen. Dafür brauchen wir allerdings dieses Endzeug, dieses, diese Ender Air Bottle von. Das ist doch wieder Skelett hier, ne? Hat keinen gedroppt. Warte mal. Ist das auch der Bug? Also, was heißt Bug? Und zwar habe ich nicht was rausgefunden, was ich dann für die. Nee, anscheinend nicht. Huh! Sag mal! Holy shit, waren die gerade schnell. Warum kommt da kein neuer Weak Bloodshot raus? Warum? Na, vorhin hat es ja eigentlich auch geklappt, ne? Warum? Ist das auch nur eine Chance? Ich dachte immer, das ist 100% definitiv, dass man irgendwie einen Bloodshot bekommt. Okay. Hi.
Hier kam wieder einer raus. Wir brauchen eigentlich, glaube ich, 3. Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken, das ist Capacity Rune. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, die irgendwann zu machen. Die ist ja nicht teuer, braucht halt nur Slates. Master Blood Orb brauchen wir noch für den Greater Tartaric Gem, oder brauchen wir eh noch ein bisschen anderes Zeug. Für so ein paar Potion Flask. Und für die Rune of Wrath dann später, aber das ist jetzt auch erstmal nicht unbedingt so. Gott, ich hasse Skelette. Das ist so nervig. Wenn die wenigstens aufhören würden zu schießen, sobald man sie getroffen hat, dass die erstmal wie so eine Art Stun-Effekt kriegen, wäre das super. Nun gut, wir haben jetzt erstmal 4 Blood Shards, die sollten jetzt erstmal für einen Moment reichen, dass wir unseren Altar upgraden können. Nee, reichen sie nicht, weil mir fehlen Blank Rune, glaube ich. Habe ich Blank Slates gemacht? Bitte sag mir, ich habe Blank Slates gemacht gehabt. Ich glaube, das habe ich vergessen. Yep, das habe ich vergessen. Och nö. So, erstmal hier ein bisschen Ordnung im Inventar. Zack. Das kann erstmal weg. Das fahren wir wieder ein hier, das Schwertchen. Okay, das ist jetzt schon wieder doof. Zack. Das packen wir auch weg. Okay, ich habe eine Idee, was wir mal schnell machen könnten. Also was heißt schnell? Stone. Zack. Ich habe vielleicht, glaube ich, keine Blank Slate mehr. So, jetzt parat direkt. So eine Reinforce drin, ne? Die wollen wir nicht. Das war mir klar. Zack. Und mal ganz kurz diesen da. Ich will es eigentlich. Wir könnten es eigentlich mal versuchen zu automatisieren, ne? Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Zack. Danke. Wir haben drinnen noch mehr als genug. So. Und zwar, wenn ich jetzt einen Hopper machen würde, wäre das Problem, hier kann ein ganzer Stack rein. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir würden einen Stack reinpacken und danach würde er versuchen, natürlich einen Stack zu machen. Und das doof. Weswegen es theoretisch noch einen Downgrade gibt. Das war dieses Ding, ein Extract Speed Downgrade. Was jetzt nicht so teuer ist, wir brauchen einfach nur Electrical Steel. Für ich Quartz Dust brauche und. Okay, warte mal. Wir gucken mal. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das zu haben. Dann kann ich nämlich das Ding hier schön automatisieren. Flap, flip, flap, flup. So, Moment. Warum ist hier unten ein Stack Flup Powder drin? So. Moment, was wollte ich jetzt? Ich wollte doch gerade irgendwas. Verdammt, ich. Electrical Steel. Natürlich. Konnte ich das vergessen. So, wir brauchen 4 davon. Wir brauchen noch ein bisschen Stahl. Und wir brauchen ein bisschen Silikon. Ich glaube, es waren nur 2 Silikon, ne? Also ein Silikon pro. Jo. Subi, dann Flup. Flup. Nein, Flup. Wir müssen uns eigentlich mal Alloy Smelter. Was kostet denn der normale Alloy Smelter? Machine Frame Perothium, noch ein bisschen Energized. Energetic Alloy Ingot, Dreadstone Servo, jo. Es geht, aber nee. So, Flug. Mach das rein. Oh, da habe ich gleich das Holz schon mal zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Dann brauche ich nur das Royal Jelly. Und ja, die Porenclusters. Beeswax habe ich eh zusammen. Das wird nicht das Problem. Okay. Flup. Wollte ich sonst eigentlich noch? Jetzt überlege ich gerade. Hatte ich noch irgendein großes Ziel jetzt diese Folge?
dass ich das nebenbei gleich mal angehen kann oder nicht. Ist kein Porncluster dazugekommen. Kein einziger. Hier sind 10 Royal Jelly dazugekommen. Ja. Lohnt sich, der Elviary. So. War das das Einzige, was ich jetzt dahin wollte? Ja, ne? Super. Gut, dann haben wir das. Und dann können wir nämlich mal das Downgrade machen. Zack, zack. So, ich brauche nochmal das Ding. Und das Ding. Und da das Ding. Und dann kriegen wir nämlich den Speed, den so eine Item-Convert hat, runtergedreht. Auf gerade mal 1. Also sollte, glaube ich, direkt 1 werden. Ich glaube, Standard ist 8 oder geht es erst auf 4? Ganz leicht wissen. Zack. Zack. Extract. Ne, Insert. Achso, Mir fällt gerade was auf. Das funktioniert so gar nicht. Wir haben zwar jetzt den Extract Speed auf 1, ja, aber wenn ich das jetzt mal machen würde, ne, dass ich auf Insert stelle, ich kann ja nicht kontrollieren, dass jetzt hier beispielsweise immer nur ein Item drin ist. Wenn ich jetzt hier 2 Stone reinpacke, kommen wir jetzt 1 Stone rein und 2 Stone. Sind jetzt 2 Stone drin auf einmal. Okay. Wie machen wir das am günstigsten? Weil ich will nicht immer hier neues Zeug irgendwie machen. Verdammt, ich hab da nicht dran gedacht. Dass ich ja nicht einen Filter machen kann. Warte, Filter. Was konnte ich hier für Filter einstellen? Mod-Item, Power-Item, Fluid-Item, Basic, Whiteless Match Metadata with Advanced Configuration Options. Filters Items under State in addition to the features of the Advanced. Big, filters even more items. Advanced. Existing. Filters based on. Redstone. Counting Filter. Ja, das ist okay. Also, wenn ich jetzt mal einen Advanced Filter mache, brauche ich einen. Okay, das wird nix. Whitelist and Match. Das wird nix. Das kann ich vergessen, das wird nix. Weil früher hatten wir immer die Translocator genommen, das war. Außer ich mache vielleicht einen teureren Retriever. Das wäre noch eine Option. Warte. Moment, Items, Extraction Rate, Blacklist, Metadata, oh, Mod Owner. Ich weiß nicht, ob ich einen Hardened oder einen Reinforced machen muss. Verdammt. Nein. Wenn man immer nicht weiß, was man braucht. So, Moment. Also. Zum einen brauche ich eh das Ding hier. So, dann machen wir mal. Machen wir einen Hardened oder einen Reinforced? Können wir mal einen kleinen Reinforced. Nur Elektrum. Ist ja egal. So. Flup, flup. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Ein Enderauge. So, zack. Und eine Item Duct. Nehme ich gleich mal mit. Das auch. Zack, zack. Ich glaube, also das, die Reinforce sollte, glaube ich, definitiv. Natürlich, hab ich daneben geschmissen. Wie heißt's da? Das Reinforced Servo sollte ja eigentlich schon gut genug sein, dass das da sowas filtern kann. So, zack. Dann nach hier. Einmal nach hier und dann gucken wir mal. Zack. Wunderbar.
Max Total Items in Inventory. 1 möchte ich gerne. Braucht man nicht eine Whitelist oder sonst was. Zack, außer Always Active. Wunderbar. Wunderbar. So. Klasse. Dann kann ich nämlich mal ganz kurz hier Flup machen. Kann mal hier diesen da machen. Dann sollte es genau 1 reinkommen. Wunderbar. Ha, das ist schön. Gut, dann lade ich mich mal auf. Und das ist jetzt total spannend, ich weiß. Ach ja, Blood Magic ist manchmal nervig. Aber ich will den Altar gerne noch upgraden, dass wir wenigstens Stufe 4 noch haben. Jetzt 8 Slates. Brauchen. Wer brauche ich denn? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 4. Macht 28. 28. Mal 2 macht 48, ne? Jo. 48. Also brauche ich 48 von den Dingern. Ja. Ist ein bisschen was. Okay. Gut. Wäre schön, wenn ich einen Boost kurz bekommen würde, Biene. Bitte. Danke. So. Boost bringt halt nicht ganz so viel. Es wäre schön, wenn noch ein bisschen mehr Boost wäre. So, ein Item kann ich dann noch machen. Wie viel haben wir? 12. Mann. Das ist alles stuf. Ich habe mir das wesentlich besser vorgestellt. Okay. So, das Problem. Hallo? Habe ich den Bug? Anscheinend. Ich glaube, ich habe den. Okay. Es gibt diesen Bug, dass man nicht aus dem Bett morgens aufsteht, dass man manchmal im Bett liegen bleibt, aus irgendeinem Grund man nicht aus dem Bett rauskommt. Und hilft nur, dass man gekickt wird oder indem man ausfliegt, aus irgendeinem Grund. Okay. Nein, ich wollte mich jetzt kicken, aber anscheinend bin ich so schon rausgeflogen. Ach ja. Und ihr so. Zeit im Rücken. Nee, das Problem übrigens, warum die Folge heute ungeschnitten ist und warum ich jetzt nichts ausgehend nochmal vorbereiten konnte, liegt daran, weil mir wieder die Zeit ein bisschen gefehlt hat, um jetzt großartig vorzubereiten. Zack. Wir haben da drinnen 6000. Gut, ja, und wie gesagt, das ist ein kleines Problem dann bei so einer Aktion. Ich habe ja das Binding-Ding wenigstens noch machen können, von der Vorbereitung her. Aber dann hörte es auch schon erstmal auf. Ja. Gut, und ich bin immer noch unschlüssig, was ich nun machen will mit der Wrath Rune. Oder allgemein mit diesen Runen. Weil Terras, die ist zum einen schön, oder ich sag halt doch eine Rune of Mana. Mal gucken. Einfach nur, damit das hier leichter möglich ist. Dass man vielleicht die Rituale eher machen kann. Weil es kostet ja dann kein Blut, sondern einen anderen Mod, den ich jetzt nicht unbedingt... mal gucken. Warum inactive? Hat es mich jetzt schon wieder vom Server gekickt? Ja, warum? Moment. Bevor ich mich einlogge, will ich das ganz kurz mal wissen. Zack. Weil? Okay.
Ich muss mal ganz kurz hier nebenbei was suchen, während ich mich wieder einlogge. Weil anscheinend macht aus irgendeinem Grund Journey Map ein Problem anscheinend. Und das ist eh, beim Einloggen macht Journey Map schon ein Problem und beim Ausloggen anscheinend auch. Moment, das muss ich kurz gucken. Der Log Latest. Das ist der falsche Log. Oder? Nee. Joining der Menschen? Ach nee, das ist nur... Also, das ist jetzt gerade passiert. Connected. Lost Connection. Okay. Keine Ahnung, doch nicht Journey Map. Huch. Ich muss mal wieder hier... Zack. Ja, wenigstens hat er noch ein paar gemacht. Ich dachte jetzt, vielleicht hat er gar nichts weiter gemacht jetzt, aber wenigstens etwas. Wir müssen auch unbedingt unseren Kenz-Altar noch ein bisschen upgraden. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon... Warum? Warum zeigt mir Seer's Side nichts vom Kenz-Altar an? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich habe noch einen Division-Sigil, aber trotzdem. Warum nicht? So doof. Das ist echt doof. Weil wir haben jetzt im Moment, glaube ich, 160, 120, 160, irgendwas in der Drehe an Bonus. Aber ich will unbedingt noch mehr. Ich muss mal gucken, was die Wormstone-Dinger brauchten für einen Orb. Damit wir mal noch ein bisschen... Habe ich ihn übersehen? Da ist es. Ich bin blind. Gut, dass ich alles aufhebe und doppelt mache. So. Wir haben im Moment 120, genau. Was kosten denn die Wern? Bricks brauchen, glaube ich, mindestens einen Master. Jupp. Und für einen Master brauchen wir ein Tier 4 Altar und dann brauchen wir einen Haufen Blut, ne? Master 40.000. Ja. Ja, schön, wenn mir die Bienchen nochmal kurz einen Boost geben. Dankeschön. Kann ich nämlich das Ding ja nochmal ein bisschen wenigstens füllen, damit der Prozess da beendet wird. Okay, gut. Ja. Ich würde jetzt trotzdem sagen... Da war ein Knacken in meinen Kopfhörern. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge halbwegs in Ordnung war. Dass es jetzt nicht zu langweilig war, dass es man vielleicht doch noch irgendwie was gesehen hat. Ich meine, wir haben das Binding-Ritual gemacht, wir haben die Weak Bloodshot. Ich brauche halt jetzt noch die ganzen Blank Runes. Und damit habe ich wieder nicht gerechnet. Oder ich hab vergessen, dass ich die ja noch brauche. Sagen wir mal so. Also, ja. Nun gut. Dann kümmere ich mich jetzt darum, dass wir das wirklich dann nächste Folge mal haben. Dass wir nächste Folge den Altar upgraden, dann vielleicht mal eine Botanienblume eine neue machen für ein bisschen bessere Mana-Versorgung. Allgemein muss ich mir dann mal überlegen, wie ich das mit Botanien noch weitermachen möchte. Wohin, wie, wo, was. Bienen. Es wäre schön. Oder wir gehen das nächste Mal ins End. Wir müssen den Enderdrachen nicht machen, der ist schon tot. Ich meine, wir kriegen, wenn wir im End waren, kriegen wir theoretisch noch die Möglichkeit. Zack. Wenn wir ins End gehen, kriegen wir E4 End Crystal. Das heißt, wir können nochmal einen neuen Drachen spawnen, falls der erste weg ist, was er ist. Das ist dann ganz praktisch, nehme ich mal an. Ja. Müssen wir mal gucken. Bin mal gespannt. Sammeln wir ein bisschen Ender Air Bottle. Dafür müssen wir erstmal das Endding finden. Ich weiß nämlich nicht, wo das ist. Ich weiß, ich glaube, ein oder zwei Personen haben es schon gemacht, einen Enderdrachen. Muss ich nochmal gucken. Oder machen wir einen so. Ich möchte ein Jetpack haben. Wenigstens irgendein Jetpack. Falls wir auch runterrutschen. Das wäre auch mal eine Idee, ein Jetpack. Das wäre doch mal nochmal ein Ziel. So, Letstone Jetpack. Können wir machen. Ist ein Haufen Crafting-Arbeit, aber können wir komplett machen. Und eine Hand? Können wir auch machen. Reinforced?
Das brauchen wir Advanced. Mhm. Innovation ist halt das Problem. Okay. Also wir könnten theoretisch noch bis auf Hardened gehen sogar. Dann könnten wir uns da ein Jetpack machen. Natürlich müssen wir dadurch wieder die Rüstung ausziehen, was ich wieder behämmert finde und doof. Aber, nun gut. Es gibt halt sonst nichts, oder? Wir haben maximal noch die Flügeltiara. Die kann ich ja als Baubel haben. Wir brauchen aber geiles Büro. Oh Gott, wir sind noch meilenweit entfernt vom Fliegen. Also vom schönen Fliegen. Oh Gott. Okay. Außer ich mache mir Rituale. Aber dafür brauche ich Blut. Dafür brauche ich ein Ritual. Dafür brauche ich... Oh Gott. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich überlege mir mal einen Plan, wie wir jetzt als nächstes fortschreiten. Machen wir mal eine schöne Abfolge, dass wir jetzt mal die Folgen bessere Ziele haben und direkt wissen, was wir machen wollen, für was vor allem wir es machen wollen. Nicht einfach nur, damit wir es machen, weil wir es gemacht haben, sondern damit wir es machen, weil wir es brauchen, für das, was ich jetzt gerade machen möchte. Wir haben zum Beispiel immer noch bei Technik, haben wir auch noch einen Haufen offen. Advanced Machine Frame könnten wir wahrscheinlich sogar einen machen. Ich habe einen Haufen Iridium schon gefunden. Aber Induction Smelter wäre nicht schlecht. Allgemein müssen wir noch zu Osmium kommen. Für Osmium brauchen wir allerdings dann auf jeden Fall einen Drachen, weil wir brauchen Dragon Breath. Ja. Also zwei, drei Sachen noch vor uns. Quantum Displacement Core können wir dann auch machen. Dann könnten wir uns eine Pocket Dimension machen, was vielleicht auch gar nicht schlecht wäre. Ich weiß gar nicht, ob man... Inwiefern die funktioniert jetzt für... Müsste man immer gucken. Weil die Pocket Dimension ist relativ praktisch. Man teleportiert sich praktisch in einen Block rein. Ist dann in diesem Block drinne und hat dort, je nachdem, was für ein Pocket Dimension man gemacht hat, die kleinste hat, glaube ich, 9x9. Wie hießen der mit Compact Machines, ne? Compact Machines, genau. 3x3x3 ist das Kleinste, was man machen kann. Dafür brauchen wir allerdings einen Quantum Displacement Core. Und dafür brauchen wir Ender Slag. Dafür brauchen wir einen Endstone. Wir brauchen einen Nether Star. Das heißt, wir müssen Wither machen. Da wird schon eine Short ziemlich schwer, Ender Pearl ziemlich schwer. Ja, ein bisschen was vor uns. Okay, dann jetzt danke. Wir haben mittlerweile einen Haufen Shorts schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.